Das war leichtes Fleisch besorgen. Ohne stundenlanges Hinterherlaufen. Einfach bam und erjagt quasi. Das ist die moderne Art der Jagd, weißt du? Ein Wahnsinn. Genau. Ein Wahnsinn hat einen Namen. Herbert. Genau. So, jetzt wird sich das weisen, ob man das Haus klemmen kann, wenn man das jetzt zum Beispiel neben das Haus stellt. Stoppi. Ja, es geht. Bist du deppert? Nee, bin ich nicht. Bist du weiter geradeaus gefahren? Nee, links ab. Bitte, du neidisch. Ja, auch. Das wahnsinns fette Beute. Auch, ja. Ja, na dann. Das alles trifft auf mich zu. Dann besonders der Teil mit dem Fett. Dann stellen wir jetzt noch ein Bett auf. Richtig nett ist es nur im Bett. Becker später. Naja. Ja. Echt fieses Wetter. So, was haben wir gesagt? Fractured Walls. Lass uns hier mal links in die Siedlung reinfahren. Bist du? Ups, kommt da so ein Cockroach einer. Was für ein Cock? Rage, also so eine Schabe. Wenn auf die deutschen Wörter nicht ein. Geh weg da, du bist tot. Ha. Versuchen wir, die sagen die ganze Zeit nach einem Quatsch, hier steht eins. Und sagt nichts. Ach, und hier ist auch so ein Offroad-Teil. Ja. Dann muss der Ronny da bleiben oder irgendeiner und drauf aufpassen. Nicht, dass die Zombies das klauen. Also kann man aber nur mit zu dritt mitfahren. Das ist schade daran. Ja, wunder, wo wir jetzt hier stehen. Ja. Fehlt aber alles. Vier Reifen, Batterien, Zündung, Zündkerzen, Antriebsriemen, Öl, ja, Sprit. Komplett leer. Ja. Naja, gut. Einen Reifen hätten wir ja, den können wir da oben von dem Quad klauen. Ah, und da sind auch Zündkerzen drin. Da ist auch ein Pinkes! Wo? Ah, noch ein Pinkes! Ja, wir haben ja jetzt ein Pinkes, ne? Oh, hier sind Zündkerzen, so ein Reifen, so ein Lifebelt und eine Batterie, aber die passt nicht mal rein bei mir. Okay. Hätten wir ja fast alles zusammen quasi. Aber nur fast. Ja, ein Reifen fehlt. Und Öl und Diesel. Also wenn ihr Öl und Diesel... Öl und Diesel habt ihr auch nicht. Na, vielleicht finden wir es ja hier. Ja, Öl haben wir schon, aber... Ja, ist alles in den Fahrzeugen rein, die wir haben. So, lass uns mal hier durch. Läuft irgendein Motor hier noch? Da läuft irgendeine Mutter noch, ja. Ja, meiner. So. Alles in Butter, so, lass uns mal hier looten. Vielleicht finden wir ja noch einen Reifen und Öl. Lass uns looten, bis wir bluten. Oje. Ein Scheiß. Oh, Junge, dieser Hund! Wer ist der Hund? Ah, da kommt er. Oh. Oh, mein Axt ist auch kaputt. Nächste. Papa? Ja? Bandagierst du mich mal? Klar.
Warte, ich guck mal, ob ich überhaupt noch was hab. Nee, ich hab nichts im Bandagieren. Was kann ich denn hier kaputt machen? Nur Satches sammeln, Schatz. Ich blute aber. Ja, das ist alles hier nicht groß genug für Satches. Genau. Kümmerst du dich um den? Ja. Vielleicht finden wir ja hier in den Gebäuden was. Hab schon. Was war das Kopfhort? Ja. Also nochmal. Mein Mund-Nasenschutz. Oh, ja, das geht ja. Mein Tuch. Ah. Ja? Kannst du mir noch die Spielzeit von meinem PC auf mein Handy geben? Was? Nochmal? Kannst du mir die Spielzeit vom PC auf mein Handy geben? Ja, mach ich. Ja, mach ich. Und dann kommst du uns drei Zeiten für Spielzeit. Mach ich. Oh, wieder Samen anfinden, das ist schon mal gut. Was? Samen. Wenn es denn sowas? Ich weiß auch nicht. Was lachst du so hämisch? Ja, was baut? Was hast du denn gebaut? Ich werde zu sehen, wenn es zurückkommt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Doch, doch, ich will es wissen. Ja, ihr werdet es wissen wollen müssen. Oho. Er hat jetzt den ganzen Wood genommen. Ganzen Wood? Wood und Schnittelwood. 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 Da ist ein Schnittelwood. Echt jetzt? Da sage ich jetzt nicht so. Oh, ist vielleicht schon mal. Jerry kennen. Also Sprit habe ich schon mal gefunden, Alea. Zehn Prozent, immerhin. Das ist alles nix. So, wie schaut's da aus mit den Flüssigkeiten? 1,6 Liter sauber. Und da 2,7 Liter sauber. Cool. Hier ist die Tür auf. Bitte werf doch diesen Ofen an, der ist da rennt umsonst. Wer war denn das wieder? Wer rettet wen umsonst? Wer rettet wen umsonst? Der rechte Ofen. Ja. Der war umsonst. Der war umsonst. Ja, den haben wir. Hast du den gefunden, oder? Nee, wir haben kein Material. Ja, wir können. Ja, dann rein damit in den Crawler. Wir haben kein Material mehr. Wir haben kein Material mehr. Ja, wenn man das weiß, dann macht man das Ding natürlich auch nicht mehr an. Wenn das nicht in die Info gar nicht kommt, dann macht man das Ding natürlich immer wieder an. Also sprich, ich war's. Ich hab mir's fast gedacht, aber... Ja, wenn ich nicht weiß, dass ich nicht anmache, wird das keinen Sinn machen. Hast du ja nicht bis jetzt noch nicht gesagt. Ich hab mir gedacht, das schaut mal rein und wie viel... Nee, das dauert doch alles viel zu lang. Und darf ich dieses verbrennte Gut jetzt drunter nehmen?
Also da verlasse ich mich doch auf die Informationsweitergabe. Okay. Und das verbrennte Futter, das habe ich auch runtergegeben, gell? Burnt Meat. Ist nicht von mir. Was? Hast du noch Platz? Ja. Der Papa platzt. Klar habe ich noch Platz. Dann komm mal hier ins erste Haus. Ja, warte. Ich mach gerade das hier fertig. Was mache ich jetzt? Dann komme ich. Wir haben kein Fleisch mehr, gell? Doch, jede Menge Fleisch ist in den Lebensmittelkisten. Na, rohes Fleisch. Weil, wenn das rohe Fleisch, was ich da reingemacht habe, verbraten worden ist, ja, ist gut. Nee, ich habe ja Neues reingetan. Ah, die 5. Ja, gut. Wurscht, dann können wir jetzt drin, lassen wir Mecken zum Essen jetzt zweimal. So, ich bin da. So, was braucht man denn Zeit? Weiß ich nicht, was ich mache. Könnt ihr was Spezielles für euch machen? Ihr weiß nicht? Hier war's. Ah, eine Jerrycan. Alles klar. Ich geh füllen. Ach. Was ist das unter? So, in die Richtung ist ja schon mal nichts mehr. Da hinten ist ja die Ausfahrt vom Park. Neunundzwanzig ist jetzt drin. Genau, 29. Ich habe nur das Licht ausgemacht. Ich habe gesehen, das Licht brannte noch im Wagen. Aber kein Öl bis jetzt. Nehmen wir Öl. Nix für Öl. Ja, manchmal findet man so viel, gell? Und dann findet es wieder nichts. Ja, so kann man es wohl sagen. Ja, es ist unglaublich. Öl gefunden. Ja, na Gott sei Dank. So. Hast also tief noch gebohrt, ja? Genau. Was ist da leer? So, jetzt fehlt nur noch ein Reifen. Also wenn ihr vorbeikommen würdet und würdet einen Reifen mitbringen, wäre ich Fan. Fetti. Ich will picken, wo? Aber geht nicht. Einen was hast du? Ein pinken Po? Ich habe auch pinken Po verstanden. Komisch. Ein Ping machen. Ich verstehe nichts. Was heißt das? Markieren auch in der Shooter-Sprache. Ja. In was? Bei Hand kann man das. Sprache. Da kann man einfach Gegner markieren. Okay. Boah, das würde ich gerade hier sehr gerne auch machen. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wo du bist. Ja, ich war gerade wieder an unserer Kreuzung. Jetzt bin ich wieder weg. Welcher Kreuzung? Ja, hier mitten in dem Lager.
Bei unserem Lager. Nee, wir sind in einer Siedlung, die ist, wenn ihr aus dem Lager rausfährt, bis zur Brücke, fahrt aber nicht über die Brücke, sondern stattdessen links, dann kommt auf der rechten Seite eine Siedlung und da steht der Crawler. Auf der nächstbesten Kreuzung. Ist kaum zu übersehen auf gut Deutsch. Mhm. Also das Ding, was geradeaus ist. Von mir. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Ja, weiß ich auch nicht, mitten im Wald. Aber ich sehe da so eine Siedlung, so eine... Das ist so eine umzäunte Siedlung, so eine Wohnwagensiedlung ist das. Ja, ja, sehe ich doch von hier aus. Ja, das ist die. Dann bist du da richtig. Also, hast du den Reifen dabei? Ja. Au, das ist cool. Das ist cool. Zumindest sehe ich erstmal hier Fahrzeuge. Ja, die haben wir alle auf so einer zentralen Kreuzung haben wir alle stehen lassen. Unser pinkes. Also ich sehe dich nicht. Und ich stehe auf unserem pinken Pickup. Die Siedlung ist schon riesig, ne? Was wir gesagt haben. Ja, nur weil du meintest, da stehen jede Menge Fahrzeuge. Weg. Weit weg. Ich glaube, Dirk ist gerade an mir vorbeigerannt. Ich weiß nicht, ich habe sowas Graues von hinten gesehen. Ja, Dirk, das bist du. Ja, da ist der Crawler. Oh, wie? Was? Also es ist jetzt immerhin... Ach. Scheiße. Ach so, da. Jawohl. Und? Willst du nur einen Wein? Das ist ja mehr ja, dein wir Ding. Wir müssen jetzt direkt fahren, ne? Ja. Also fahren wir jetzt zurück zum Lager, oder was? Ja, würde ich sagen, ist jetzt Zeit eigentlich schon zum Schluss machen, um 10 vor 11. Kommen dann nächstes Mal wieder zum Looten. Ich gehe davon aus, dass ich falsch war, aber ne, ich war richtig. Echt rum. Warum? So ist. Was ist da, Lea? Ich bin umgefallen. Du schreit es, wie wenn es abgestochen wird. Ich warte auf dich oben auf der Hauptstraße, Lea. Habt ihr, sei da oder was? Rechts fahren. Rechts, wenn du aus dem. Ja, genau, und dann links. Und wir kommen jetzt, Dirk. Das ist ein abgefahrenes Teil, oder? Ja. So schade, dass es nur ein Dreisitzer ist. Ich bin der LKW, Bruder. Aber ich glaube, den LKW fährt der Max immer, der kann den super fahren. Ey, Sack. Er schlängelt sich da durch, wo ich zimmer ja am Bur bin, ich verstehe das sowieso nicht. Hört das Tor gemacht, ja. Ah, Max hat Tore gebaut. Das andere gibt aufgelassen. Super, danke Max. Das ist eine sinnvolle Anschaffung gewesen. Sehr gut. Boah, das Buggy ist ja geil. Das Buggy? Ja, das ist ein Buggy. Das ist ein Sandbuggy oder verschiedensten Namen für Crawler. Das ist ja cool. Ich glaube, schlauer wäre es, wenn man mich zuerst reinlässt, oder? Jetzt kriege ich das Tor noch nicht wieder zu, ist das Problem. Nee, das kriegen wir noch nicht zu, weil so weit bin ich noch nicht. Guck mal, wenn ich hier auf das Gerüst stehe, ob ich dann... Nee. Doch, dann geht's. Doch, dann komme ich dran, wenn ich auf dem Gerüst stehe. Hör mal. Im Gerüst kommst du aus dran, dann kannst du auf und zu machen.
Moment, auf dem rechten Gerüst. Ja, ja, klar. Achso, ja, ja, das schon. Na, links, das habe ich noch nicht. Nee, nee, rechts. Links geht nicht, ist klar. Rechts ist geht, das habe ich schon gebaut. Cool. Schön. Ich glaube, da jetzt über die Wand. Schön, 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 schön. Da ist Max ist in seinem Element, Base Building. Sehr nice. Naja, vor allen Dingen von oben kann man dann jetzt da dann die Monster durchabschießen und lauter so Blödsinn halt, ne? Ja, ja, genau. Hm, obwohl, wenn man das Auto ein bisschen zurückfährt. Ja, fährst du ein Stück Fähre. Brauchst du ein bisschen Fähre fahren? Nicht zurück, Fähre. Na, lass mich mal machen. Das ist zu weit, so könnte es noch klappen, ja. Schaff's nicht. So, mal zurück. Stopp! Ah, war zu viel. Stopp! Nice. Zurück, stopp! Stopp! Hab ich doch gemacht. Ich glaube, das war zu viel, aber du kannst mal versuchen. Es ist wurscht, die Tür kann noch nicht zu machen. Da arbeite ich erst dran. Oder genau. Man hupft das Auto, dann geht's auch. Geht doch. Ja, am Auto geht's auch, das ist richtig. Nur das Rechte kriegst du so nicht hin, ne? Warum? Klar. Ja, dann musst du wieder mit dem Auto rangieren, klar. Ja, das kennen wir schon. Alle, ja, jetzt lass es doch mal gut sein. So werde ich päpstlich und wieder Papst. Warte, bis ich. Ich werde gleich alles kaputt, was wir uns so schön hier gebaut haben. So, und. Versuch's mal von hier aus. Schau her, Alea. Du kannst vier fahren jetzt. Also, da haben jetzt Platz dafür. So. Na, das recht. Ja, das ist. Genau hinter Melkwe geht das nicht. Weil dann fahre ich. Na warte, dann fahre ich nur ein Stück 4, gell? Steht ja nicht nur der LKW. Dann ja. Nicht, schau mal. Ja, wenn's. Oh, ich habe wieder jede Menge Samen mitgebracht. Das ist sehr gut. Nicht meinen eigenen, nur es anzumerken, bevor wieder irgendwelche Bemerkungen kommen. Nö. Doch, ihr wolltet es gerade schon sagen. Harvest. Und wieder ein bisschen Fleisch mitgebracht. Mir ist das ganze Essen wieder am Boden gefallen, muss wieder ausleeren gehen. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass man da keine Message bekommt, Achtung, Invi ist voll oder irgend sowas, ne? Also das finde ich auch seltsam. Seltsam, ja. Also ich würde sagen, seltsam trifft es noch nicht mal so richtig. Ich glaube, ich finde es überhaupt nicht gut. Kommt selbst selber raus. Also ich glaube, das ist höher. Nee, das schaut nur so aus. Weil ich komme von hier aus nicht dran. Ah, jetzt. Springen, ich habe ein paar rotten Sachen dabei. Kann ich ja mal gucken, ob ich noch was düngen kann. Oh, da müssen noch Samen rein. Okay. Samen, wir brauchen Samen. Alle Beete sind leer. Sehr schön. Nachdem wir jetzt aber keine Kiste mehr haben, brauche ich meine Essenskiste irgendwie. Ja, wir haben jetzt so produziert, ne? Ja, also, wir brauchen schon wieder neue Kisten. Verhungert haben wir nicht. Nee. So, check. Vitalize. Check. Okay. Check. Gott sei Dank, also das war ja natürlich immer ein Problem, ne, das mit Essen. Ja, aber... Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt war ein Essen. Check. So, jeder hat das Haus geclaimt, was er braucht. Ah, nein, du musst dein Bett noch bauen. Nein, ich muss mein Bett noch bauen. Ja, das machen wir aber außerhalb der Aufnahme. Ja, das ist dann müssen wir das nächste Mal machen für dich. Was macht man denn da überhaupt?
Lumber und Scrap Metal, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Lumber, Scrap Metal. So, also ich ende nochmal hier die Aufnahme, würde ich sagen. Wir danken euch fürs Zusehen. Wie ihr seht, alles entwickelt sich hier prima. Alles, ja, wir werden zu Bauern, wir werden zu Basebuildern. Bitteschön. Haben wir eine Lockable Door. Wer hat eine Locke? Eine Locke in der Tür. Jetzt schaut euch einmal die Wand an. Das ist cool. Wandisch. Ist das? Das ist nicht. Schöne Türe, ha? Ja. So, ich brauche noch mehr Samen. Mal sehen. Ja, ist doch cool. Ja. So langsam fühle ich mich sicher, wenn die Riesenlücke nicht hinten wäre. Aber das können wir ja auch mal beim nächsten Mal noch angehen. Ich kann an die Tür klopfen. Ronny, tu dir eine Kerbin, was ist? Ja, beim nächsten Mal können wir ja dann auch hinten mal die Mauer auch schließen. Dann haben wir das ja safe hier. Ja, klar, das geht ja schnell, wir haben so viel Holz. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, okay. Ja, wir danken euch fürs Zusehen. Schaltet morgen wieder ein, ne, oder je nachdem, wie der Zeitplan zu dem Zeitpunkt ist, wo ihr das seht, für die nächste Folge. Dann geht's ab in die Höhlen. Bis dann, tschüss. Bis dann, Papa. Ciao.